Willkommen zu einem neuen Video. Heute fahren wir nach München. Dort ist wohl die größte Therme Europas. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Nein, wir fahren nach München. So. Warum gehen wir da hin? Weil es da viele schöne Rutschen gibt. Wollen Sie mitkommen? Ja. Nee, wollen Sie mitkommen? Nee. Mit dabei Burak Jones, Ceylan, Jadon, Nasen Junior. Nasen Junior? Ja, das ist der Neue. Die Leute kommen mit hier, ich vermisse die Nase und so, deswegen. Echt, ja? Ich wollte mal ein bisschen die Nase kurz anhalten. Ich vermisse euch auch, Mann. Da habt ihr die Nase. Oh, zeig mal kurz deine Hose. Das ist aber eine sehr schöne Hose. Ja. Abgesehen davon ist das auch ein schöner Hoodie. Wow, ich wusste gar nicht, dass wir Klamotten machen. Du hast aber abgenommen, Alter. Nee, Digga. Nein, das ist immer noch Oberlegsfettsack. Oberlegsfettsack. Wow. Junge, wir geben uns so viel Mühe für die Videos, Alter. Nur damit ihr ein bisschen Spaß habt jede Woche. Wenn ich ihn nicht sehe, dann sieht er uns auch nicht. Kamera. Wer ist du, Cousin? Malik. Hast du Hunger? Nein, nein. Möchtest du deinen Döner essen? Ich bin auf Date, hey. Dann nicht, dann esse ich eben zwei Stück. Selbst die BVG guckt unsere Videos. Ja, nee. Selbst die BVG. Nur der BVB! Hey Burak, deine Nase ist ja berühmt geworden. Leute machen Fotos mit dir. So, ich will doch nur meinen Döner essen, Alter. Schaut euch das an. Das ist der beste Döner Deutschlands. Ja, ja, komm, sag's. Ein Genuss. Die Jungs sind gerade 3 Kilometer gesprintet, um Jump Rope zu sehen. Okay. Mich? Mhm. Was willst du mit mir? Ich mag dich. Eigentlich wollten wir uns um 14 Uhr mit Lars in München treffen. Es ist 13 Uhr. Tut uns leid, Laso. Das war keine gute Idee. Ich möchte morgen in den Rutschen dünn aussehen. Was soll das? Was für dünn, Bruder? Wir sind fette Kinder. Geht nicht, Digga? Geht nicht, gibt's nicht. Och, nö. Einfach Buraks Cousin. Hallo, Buraks Cousin. Hallo. Und das mit der Nase liegt an der Familie. Wusstest du, wie Burak dich an dein Handy eingespeichert hat? Wie? AA. Das stimmt nicht, Digga. Ich liebe dich, Cousin. Auf jeden Fall hat Burak seinen Cousin nur angerufen, weil wir die Schranken nicht aufbekommen haben. Burak hat nach einem Jahr das erste Mal gesehen. Sein Cousin hat sich wirklich gefreut vom Herzen, dass Burak ihn anruft. Einfach eine Sekunde später haben wir ihn gerufen, diese Schranken aufzumachen. So einen Cousin wünscht man sich doch. Cousin, ich liebe dich. Cousin. Tschüss, Cousin. Cousin, bis in einem Jahr wieder. Junge, hat jemand einen Rari bestellt? Hey, wechselst du gerade etwa deine Hose? Nein, nein. Ich... Digga, was machst du denn? Junge, ich hab fast dein gesehen. Junge, ich wollte einfach nur Werbung machen und sagen, wechselst du etwa deine Donnerstag-Istians-Hose? Du ziehst einfach seine Hose aus, Bruder. Was machst du denn? Chef, was muss ich arbeiten, um auch so ein Auto fahren zu können? Immobilien. Immobilien. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe alles in meinem Leben falsch gemacht. Drogen kaufen, Drogen verkaufen. Ja, ja, ja. Bruder, fährst du selber R8? Ja, was ist der Unterschied zwischen Ferrari und R8, Digga? Naja, ich bin ein scheiß YouTuber und er hat ein fünftes Einkommen als Immobilienmakler. Chef, gib Gas, gib Gas! Drück durch, Bruder! Wallah, wie stark. Ich wünsche, ich kann auch mal einen Rari fahren. Ciao! Scheiß Drogenhändler. Bruder, kalt mal nicht so rasch der Damm, Bruder. Ich muss kacken. Nicht schon wieder, Digga. Ich kann mich gleich ein, Digga. Hey Laso, ich habe eine Frage. Was hältst du von Leuten, die so einen 6 Stunden in einer Stadt warten lassen? Was? Sind die stabilsten, ne? Digga, Laso wartet seit 7 Stunden auf unsere Münzen. Ich sitze hier draußen, die Menschen legen mir Geld hin. Die denken, ich bin ein Kind. Seid ihr ersetzlos? Nein. Wir sind gleich da. Also in the building. Wir checken jetzt ein in H2 Olga Hotel. Er hat gerade einfach wie ein Allmann gesagt, ich will auch was dazulegen für das Hotelzimmer. Was ist los mit dir? Ja, natürlich, ich schlaf doch. Deswegen muss ich auch meinen Beitrag leisten. Dein Beitrag ist es, dass du auf den Kanal bist, Digga. Schönen Gruß an Usan. Unser Zimmer, meine Damen und Herren. Ey, wir haben Klassenfahrtzimmer mit Hochbett. Walla geil. Oh mein Gott, Digga. Wie ist modern? Das ist Klassenfahrt in Future einfach. Stuttgart in Genchuljur, Laso. Du musst nicht springen, Bruder. Ach so, aus Bett. Ja. Laso, geil, Digga. Stuttgart in Genchuljur. Beşiktaş'ın Edirne'lisi. Beşiktaş'ın genç çocuğu Can the fucking. Ich finde das nicht gut, dass andere Leute mal unsere Videos rumspringen lässt. Can the fucking. Can the fuck fuck. Digga. Digga. Ey, Digga, spring mal. Oh nein. Warte mal, das geht nicht gut. Ohne festhalten. Digga, ich hab das nicht. Ich klau auf die Decke. Warte, warte, komm. Beşiktaş'ın genç çocuğu. Ja gut. Ich schwör's, ich fühle mich so, als wäre ich 14. Einfach mit der coolsten Truppe Klassenfahrt. Soll ich dir was zeigen, was du zeig niemals mal haben wirst, Can? Das hier. Ja, egal, dafür habe ich Herz. Ey, Can, irgendwie erinnert mich da so an Borat, Bruder. Ich weiß nicht, warum. Nein, Wallah, Mr. Bean. Er hat so Borat und Mr. Bean-Waves. Guck mal, Laso ist einfach ein grusiger und lustiger Mensch in einem. Guck ihn einfach an, guck in seine Seele. Wallah, Digga, ich hatte 2 Jahre Angst vor Laso und habe ich ihn kennengelernt. Ohne Scheiß, er hatte Angst vor dir. Warum? Was habe ich dir getan, Bra? Los jetzt! Ich möchte ein Brötchen essen. Und einen frisch gepressten Orangensaft. Schwarz.
heißer Kaffee. Lars, der gruselige Mensch, er ist schon seit 7 Uhr morgens am Frühstück. Er ist einfach weg um 6 Uhr gemacht, Digga. Ich bin echt gespannt, wie er da sitzt. Hat jemand einen Hosenlatz bestellt? Also, wir haben heute 8 Grad und Jan ist auf die Schnapsidee gekommen, heute ins Schwimmbad zu gehen. Das wird geil. Meine Eier kannst du verändern. Die hier kannst du verändern. Ich freue mich wie ein kleines Kind auf die Rutschen. Also ich freue mich auch. Wir werden alle Rutschen nacheinander testen und bewerten. Ich und Osa werden mit T-Shirt schwimmen, weil wir Hautausschlag haben. Ich gehe mit Lars so nackt in die Sauna rein. Geil, Alter. Oder? Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Man holt sich Hilfe beim Zufall oder bei einem anderen Menschen. Hallo, Klaus. Wie, du reagierst jetzt nicht? Was soll das? Also es ist ganz normal, dass man aus dem 2. Stock Wasser auf seine Beine bekommt, ja? Und... Digga! Hey Burak, freust du dich auf die Therme? Ich hab Mietsbock. Mietz? Mietsbock. Und du? Er hat auch Mietsbock. Hey, er kann für sich selber reden. Du, wie sieht's bei dir aus? Hey, ich freue mich auf das Salzwasser. Hey, das war doch Momo. Das war deine Nase. Lazo hat zum 2. Mal seine Badehose vergessen und muss sich jetzt eine neue kaufen. Ey, die kostet einfach 70 Euro. Ja, Bruder, ich habe einfach Schwanz kassiert, ey. Wie ist eigentlich die Soundqualität? Soundcheck, Soundcheck, 1, 2. Ey, Lazo, du siehst aus wie Borat, Digga. Einfach ein Spiegelrabbel hinten. Ravioli. Einfach ein Spiegellabyrinth. Ich entblöße mich jetzt. Auf jeden Fall hast du eine schöne Badehose an und ein schönes Badehemd. Ey, wir haben Partnerlook, Bruder. Ja, ich hab dasselbe. Also das ist unser Badeanzug, Digga. Wer was dagegen hat, kann sich gerne melden. Und was sagst du, Bruder? Bruder, weil das ist eins zu eins Bora. Ich entblöße mich voll auf der Kamera. Also das ist jetzt die größte Therme Europas, ja? Ich glaube schon, ja. Allah, Kolumbiabad in Neukölln ist größer. Hallenbad in Gladbeck ist größer. Sogar Kurdistan ist größer als hier. Wir machen jetzt was Einmaliges. Wir gehen mit einem T-Shirt in die Sauna und damit brechen wir einen Weltrekord. Also meine Damen und Herren, ich bin hier gekommen wegen dem Wasserrutschen und ich möchte jetzt bitte zu dem Wasserrutschen. Oha, es gibt hier einfach 26 Rutschen, Junge. Ach du heilige Makrele. Okay, los geht's. Wir testen jetzt jede Rutsche, die hier drin ist. Seid ihr bereit? Nein. Ich und Osa nehmen aus der POV-Sicht auf. Wieso denn? Naja, weil wir fett sind. Oh shit, Digga. Okay, los geht's. Oh, es ist so dunkel hier. Ich kann nicht sehen. Ey, ich werd rausfallen. Wallah, Billah, ich werd rausfallen. Oh. Halt mich fest, Bruder. Bruder, kann mich fest. Wallah, ich bin falsch. Wallah, Billah, ich bin falsch. Junge, du kranker Messer, also! Wow! Okay, Rutsche 1 erledigt! Guck, geh die wieder her, Mann! Die Jungs rutschen nicht! Ich hab noch nie was Krasseres gesehen! 3, 2, 1, go! Buraks Fuß gegen mein Auge bekommen! Junge, sei günstiger, als der Nase nicht wieder angekommen ist. Ich habe 3 Liter Wasser verschluckt. Ach du Scheiße, 90 Grad Rutsche. Lazo, du machst das. Die pinke, steile Rutsche. Oh mein Gott. Okay, jetzt verstehe ich, warum die Jungs keine Eier hatten. Mir ist die Kamera runtergefallen. What the fuck? Das wird die nächste Rutsche sein, wo wir drauf gehen. Mein Name ist Jan und das ist Jackass. Wow, das war sehr spektakulär. Woo, let's go! Woo, 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 woo. Gecheat, bra, gecheat. Ich bin 25 und ich rutsche. Okay, es geht los. Jetzt hau mal die Nase dran. Ja, Baby! Disco, Disco. Da hat jemand das Hot auf mich gestellt. Lass mal ein Wassercatch machen. Lars, geh auf deinen Cousin und Bruder geht auf Osan drauf. Also willst du Hausverbot kriegen, Dreck? Ja, los okay, jetzt. Gut. Komm. Wir machen jetzt unter Wasser eine Challenge. Wir machen Gesticken, Mimiken und man muss dann erraten, was man damit meint. Ich fang an. Ich bin gerade im Pool ein bisschen relaxen. Relaxen. Merkt ihr das? Komm, gehen wir raus. Los geht's. Das sind sehr verstörende Aufnahmen.
Aber willst du jetzt noch heiraten? Ich kann das nicht oft genug sagen, aber andere Menschen haben Kinder in unserem Alter. Das stimmt, Bruder. Wallah, das stimmt. Oh Mann, ey. Ich verstehe nicht, warum es alle so anfangen, als hätte jemand unser Gesicht gekackt. Ich auch nicht. Wir befinden uns hier gerade beim Schwefeltopf. 39 bis 43 Grad. Nach diesem Bad wird gar nicht mehr gleich aussehen, meine Damen und Herren. Das wird sein komplettes Gesicht verändern. Pass mal auf. Das ist aus wie ein Inder. Ich liege gerade mit Chan hier in der Sauna. Das ist ein verstörendes Video, Wanda. Oh Sam, wie fühlst du dich in der Sauna? Arta Turan, bra. Stabil. Zu meiner Jugend habe ich immer John Brooks seine Videos geschaut. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt mit ihm halbnackt in der Sauna sitze. Ja, so schnell kann's enden, Digga. Und jetzt bin ich endlich wieder auf dem Dachboden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt es wieder einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag mit einem neuen Vlog wieder.